Hatte zwei Gründe. Ein Grund war natürlich durch die Carsten-Stiftung und das durch die Carsten-Stiftung auch ins Leben gerufene Graduiertenkolleg Optimierungsstrategien bei Demenz. Die haben, wo verschiedene Universitäten teilgenommen haben, darunter auch die Universität Tübingen, die Frau Karina Glocke und ich repräsentieren. Uns wurde zugeteilt, dass wir uns mit nicht pharmakologischen Interventionen bei Menschen mit Demenz befassen sollen. Und dann haben wir ein Screening durchgeführt. Das heißt, wir haben verschiedene Datenbanken durchforstet und geguckt, was gibt es denn da schon für Evidenz zu diesen Themen. Und da sind eigentlich zwei Bereiche noch nicht so durchleuchtet gewesen. Das war einmal die Aromatherapie und eben die manuellen Interventionen, was eben auch die Massage beinhaltet. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist natürlich das persönlicher Grund, dass mich diese Thematik sehr interessiert hat, da ich vor meinem Medizinstudium eine Physiotherapieausbildung durchlaufen hatte und auch eine Ausbildung zum Osteopathen, also ein Grundstudium. Und ich zusammen mit meinem Bruder auch in einer Praxis in der Nähe von Freiburg gearbeitet hatte und da auch auf Patienten, die an dieser Erkrankung leiden oder gelitten haben, auf die gestoßen bin. Und da gibt es auch eine Geschichte, die ich vielleicht gerne dazu erzählen würde. Und zwar kam zu mir dann einmal ein Patient, der hatte Demenz, mit seiner Betreuerin. Und der hat eben ein Rezept mitgebracht, das er vom Arzt verordnet bekommen hatte, weil er irgendwie so Nackenverspannung hatte. Und das Interessante war, dass ich ihn echt überzeugen musste, dass er sich überhaupt auf diese Liege legt, weil er so unruhig war und er konnte das gar nicht einordnen, was mit ihm jetzt da passiert, und war sehr erregt. Und letztendlich habe ich es dann geschafft und ich konnte ihn dann eine halbe Stunde massieren, den Nacken, Rücken, und das tat ihm auch gut. Und eine Woche später, als er dann wiederkam, hat mir dann auch die Betreuerin berichtet, dass es ihm an dem Tag echt sehr gut ging. Sie konnte mit ihm spazieren gehen, er war sehr ausgeglichen. Und ja, da dachte ich mir, das Thema, das passt doch. Und da möchte ich doch mal genauer nochmal forsten, was da dahinter steckt, ob das denn, wie das auch auf diese Menschen wirken kann. Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man sich natürlich erstmal fragen, wie wirkt Massage überhaupt auf Menschen? Da gibt es verschiedene Arbeiten, die sich mit dem Thema befasst haben. Also allgemein ist ja Massage auch eine Form der Berührung. Und die Berührung spielt ja zum Beispiel schon nach der Geburt direkt eine tragende Rolle. Da wird ja in vielen Kliniken das sogenannte Bonding praktiziert, wo auch Studien belegen, dass das wirklich das Herz-Kreislauf-System des Neugeborenen stabilisiert, das zu einer besseren Verbindung zwischen Eltern und Kinder und Kind führt. Und dabei spielt vor allem auch das Hormon Oxytocin eine wesentliche Rolle, das im Volksmund auch als Kuschelhormon bekannt ist. Und eine weitere Arbeit, die hat untersucht, wie dann Oxytocin bei frontotemporaler Demenz wirkt. Und da konnte gezeigt werden, dass Oxytocin verhaltens- und psychologische Beschwerden dieser Patienten mindert. Des Weiteren ist ja so, dass in unserer Haut verschiedene Mechanorezeptoren, also Sinnesorgane, vorhanden sind, die natürlich während der Massage stimuliert werden. Und eine Arbeit hat festgestellt, um den Bogen jetzt zum Oxytocin zu schließen, dass sogenannte unmyelinisierte C-Fasern, das heißt, es sind einfach freie Nervenendungen, die sich in der Haut befinden und eben keine Isolierung drum haben, dass die stimuliert werden und dann über das Rückenmark dann letztendlich zum Gehirn geleitet werden, dann einerseits ins Bewusstsein treten, das heißt, wir spüren ja, wenn wir berührt werden, und andererseits natürlich auch viele Reaktionen auslöst, die wir nicht bewusst wahrnehmen, wie zum Beispiel die Freisetzung von Oxytocin, diesem Hormon, welches im Hypothalamus gebildet wird und dann
im Hypophysenhinterlappen gespeichert und letztendlich freigesetzt wird, dass es eben zu dieser Freisetzung kommt durch taktile Berührung. Und das Oxytocin kann dann über Rezeptoren, die im ZNS verbreitet sind, kann es dann mannigfältig in verschiedenen Neurotransmittersysteme eingreifen und modulierend wirken. Unter anderem trägt es dazu bei, ein soziales, adaptives Verhalten an den Tag zu legen, sage ich jetzt mal. Und es wirkt auch auf den Parasympathikus und den Sympathikus. Sympathikus ist ja der Nerventeil, der ganz aktiv wird, wenn wir jetzt auf der Flucht sind, und der Parasympathikus eher, wenn wir uns entspannt und wohlfühlen. Und letztendlich durch Massage reguliert sich dann der Parasympathikus hoch und der Sympathikus runter. Ob das jetzt natürlich bei Demenzpatienten noch irgendwie besonders wirkt, das ist bis jetzt nicht geklärt. Also was man weiß, dass natürlich auch die Transmittersysteme bei Demenzpatienten letztendlich ein bisschen in eine Imbalance geraten. Ja, und ich denke, dass das zumindest ein Erklärungsmodell wäre, wie Massage bei Menschen mit Demenz wirkt. Also wir haben letztendlich eine systematische Übersichtsarbeit durchgeführt. Das heißt, wir haben verschiedene Datenbanken durchforstet nach dieser Thematik, Massage und Demenz, und haben Einschlusskriterien definiert und natürlich diese Studien auch qualitativ bewertet. Alle Studien, die das dann geschafft haben, wurden dann noch genauer betrachtet. Und wir sind so weit gegangen, dass wir eine Meta-Analyse aus diesen Daten gemacht haben. Das heißt, wir haben alle Ergebnisse in einen Topf geschmissen und die dann von oben nochmal betrachtet, um dadurch größere Fallzahlen zu generieren, zu erzeugen und dann auch verlässlichere Aussagen zu machen. Das war das, was die Arbeit, wie die von der Methodik aufgebaut war. Die Ergebnisse waren, dass Massage und auch Akupressur als eine Form der Massage es schafft, innerhalb von einem Zeitraum von 4 Wochen ungefähr signifikant verhaltens- und psychologische Beschwerden zu reduzieren. Das wurde anhand von Fragebögen quasi gemessen. Und es schafft auch, depressive Beschwerden bei diesen Patienten zu mindern. Dann haben wir noch Subgruppenanalysen durchgeführt. Das heißt, wir haben uns verschiedene Bereiche angeguckt, zum Beispiel: Ist denn von Vorteil, wenn man noch Aromaöl bei der Massage verwendet? Und auch das konnte gezeigt werden, dass die zusätzliche Anwendung von Aromaöl nochmal einen höheren Benefit hat. Ja, und letztendlich als Fazit kann man sagen, dass man Pflegende oder auch Familienangehörige motivieren kann, einfach Massage als ein weiteres Tool zu benutzen, um agitierten Patienten zu begegnen.